Wir haben eine Affäre miteinander, aber wie mache ich ihn denn verliebt in mich? Ist eine Frage, die mir ständig gestellt wird von Frauen, die logischerweise in Affären mit Männern sind und sich dann fragen, Darius, wie mache ich aus dieser Affäre eine Beziehung? Und der einfachste Weg, das zu machen, es gibt viele Wege, aber der aller einfachste, simpelste Weg ist, fang an, Dinge mit ihm zu tun, die du normalerweise in einer Beziehung tun würdest. Als ich früher Single war und viele verschiedene Frauen gedatet habe und nicht wollte, dass da eine feste Beziehung draus wird, weil ich es einfach zwanglos auf der sexuellen Ebene lassen wollte, dann habe ich mich mit den Frauen so verabredet, dass es das ein möglichst geringes Investment meiner Seite verlangt hat. Das heißt, ich habe nur SMS oder WhatsApp-Nachrichten hingeschrieben, hauptsächlich auch nur, um herauszufinden, wann wir gemeinschaftlich Zeit haben. Dann bin ich zu ihnen nach Hause gekommen, wir haben vielleicht eine Stunde auf der Couch gesessen, ein bisschen gequatscht, ein Glas Wein getrunken, dann haben wir Sex miteinander gehabt und danach bin ich auch dann mehr oder weniger zügig wieder weggefahren oder weggegangen oder weggekreucht, je nachdem, wie kaputt ich war. Auf jeden Fall bin ich danach wieder weggegangen. Warum habe ich das gemacht? Naja, um nicht so, um mein Investment in die Beziehung oder unser gegenseitiges Investment in die Beziehung möglichst gering zu lassen. Denn wenn das Investment zu hoch wird, läuft man eher Gefahr, sich zu verlieben. Wenn du jetzt mit dem Mann eine Affäre hast, die hauptsächlich auf sexueller Ebene passiert, das heißt, ihr trefft euch vielleicht heimlich sogar noch, ihr trefft euch dann, um Sex zu haben, wenn ihr keinen Sex haben könnt, trefft ihr euch gar nicht. Wenn diese ganze Dynamik so oder so ähnlich ist, dann ist es an dir aufzustehen und etwas zu verändern. Und zwar in die Richtung zu verändern, dass du Dinge mit ihm machst, die du normalerweise mit deinem Partner machen würdest. Das kann sein, vielleicht trefft ihr euch normalerweise immer zum Sex haben bei ihm oder bei dir. Für ihn angenehmeren Fall bei dir, weil dann kann er wieder gehen. Aber ihr trefft euch normalerweise immer irgendwo und habt dann Sex. Wie wäre es damit, wenn ihr vorher mal was trinken geht? Wenn ihr einfach mal vorher in eine Bar geht, bei dir um die Ecke. Das könnte so ein kleiner Anfangsschritt sein. Wenn das gut funktioniert hat, dann macht ihr den nächsten Schritt. Ihr könntet zum Beispiel mal zusammen in die Therme fahren. Wenn ihr zusammen in der Therme wart, einen halben Tag, dann könnt ihr mal vielleicht einen Ganztagesausflug machen in den Freizeitpark bei euch um die Ecke. Und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr mal ein Wochenende wegfahren und so weiter. Das heißt, Ziel sollte eigentlich sein, Stück für Stück das Investment, was er in dich tätigt, sei es Zeit, Gefühle, Logistik und so weiter, dass er dieses Investment Stück für Stück erhöht, weil du ihm Angebote machst, weil du Rahmenbedingungen schaffst, die dafür sorgen, dass er dieses Investment Stück für Stück erhöht. Und wenn du währenddessen herausfinden solltest, dass er gar keine Lust hat, mit dir in eine Bar zu gehen oder irgendetwas zu machen, was unabhängig von Sex ist, dann, meine Liebe, solltest du dir vielleicht einen Mann suchen, der gerne Sex mit dir hat, aber auch eine Beziehung mit dir haben will. Weil es gibt dort draußen mehr als genug Männer für jede Frau. Es gibt nämlich statistisch betrachtet, ich glaube, 51% Männer und 49% Frauen. Das heißt, es gibt einen kleinen Tacken mehr Männer, als es Frauen gibt, weil Männer ein bisschen früher sterben wegen Kriegen und so weiter. Das hat Mutter Natur berücksichtigt. Und deswegen gibt es rein rechnerisch für jeden da draußen einen Partner. So, die Frage ist nur, hältst du dich an einem Partner fest, der eigentlich keine wirkliche Beziehung mit dir will und auch niemals eingehen wird? Oder sagst du irgendwann, ah nee, bis hierhin und nicht weiter, das ist eigentlich nicht mein Ding, ich suche mir jemand anderen. Und glaub mir, da draußen gibt es auch andere Männer, mit denen du großartigen Sex haben kannst, die aber gleichzeitig dich als Frau so zu wertschätzen wissen, dass sie gerne in einer Partnerschaft mit dir wären. Ich kenne Frauen, die sind seit 10, seit 15 Jahren, sind sie die Affäre, die Zweitfrau und der Mann verspricht ihr jedes Jahr, bald wird sich was verändern, bald verlasse ich sie und so weiter und so weiter. Und es passiert einfach nicht. Wenn du in so einer Situation bist, tu dir selbst den Gefallen, halte dich nicht länger zurück. Du bist es der Welt schuldig, dein bestes Leben zu leben, deine Familie, dein Umfeld, deine Freunde, deine Kinder. Die ganze Welt braucht dein bestes Leben, die braucht deine beste Variante, denn nur so können wir die Welt zu einem besseren Ort machen. Und deswegen, wenn du in so einer ungünstigen Dynamik gefangen bist oder jetzt durch meine Tipps herausfinden solltest, dass es so eine ungünstige Dynamik ist, hör einfach irgendwann auf. Ich habe hier allein auf meinem YouTube-Kanal sicherlich 300 Videos darüber gemacht, wie du einen neuen Mann kennenlernst. Einige meiner Kundinnen sind mittlerweile schon verheiratet, habe ich heute erfahren, durch meine Tipps oder mit meinem Zutun. Du wirst es schaffen.
Aber solange du dich an etwas festhältst, was dich unglücklich macht, hast du nicht die Hand frei, hier drüben dem Mann deiner Träume Hallo zu sagen. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn du dir selbst treu bleibst und dir nicht mehr diese Sachen zumutest, die dich einfach nicht langfristig glücklich machen. Falls dir dieses Video ein bisschen geholfen haben sollte, würde ich mich natürlich freuen, wenn du das Video positiv bewertest. Falls du Fragen zu deiner konkreten Situation hast, stell sie mir gerne unterhalb dieses YouTube-Videos in den Kommentaren. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Vorausgesetzt, du hast meinen Kanal abonniert. Aber davon gehe ich einfach mal aus. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute.